Recht herzlich willkommen zur 11. Folge von Avorion. Ja, da vorne ist der Kampf, den wir letztes Mal gesehen haben, dass der da schon läuft. Ich bin gerade am Überlegen, wir müssen mal gerade gucken. Ja, das Schiff ist beschädigt, okay. Dann sollten wir vielleicht überlegen, ob wir da eingreifen oder nicht. Der ist 7 Kilometer weg. Der ist 19. Dann bedeutet das, lass uns mal dahin fliegen. Den nehmen wir mit, oder? Da wird ja schon angegriffen. Und wir greifen jetzt von der anderen Seite an. 1 ist richtig. Ja, komm, zack. Und los geht's. Also ich bin jetzt die Frage, ob ich den treffe oder da in das Kreuz rein, weil dann bricht er auseinander und dann ist alles gut, denke ich mal, ne? Okay, ich glaube, er ist schon in zwei Teile, oder? Ne, das Schiff dreht sich. Das sieht gut aus auf jeden Fall, ne? Und der kann uns, glaube ich, nicht mehr treffen, weil wir entweder auf der richtigen Stelle sind oder aber das ist was anderes hier. Und jetzt, ich glaube, er dreht gleich kaputt, oder? Okay, da haben wir ihn. Schickes Teil ist da rausgeflogen, auch eine Kanone oder sowas. Die haben wir schon mal. Und was ist das? Ah, da ist noch ein Teil über. Okay. Ich schätze mal, das könnte das Titan sein, oder? Jo. Ah, stopp, falscher Dingens. Das war jetzt nicht so eine tolle Sache. Warte mal, den können wir da auch automatisieren. War das jetzt automatisieren? Nee, ne, oder? Automatische Steuerung. Doch, ist es. Der. Wer baut denn den da ab? Wer baut den ab? Wo ist er? Ich sehe immer nur diesen. Oder sind wir das selber? Wahrscheinlich sind wir das selber gerade gewesen, ne? Weil wir doch eine Automatik drin haben, ne? Warte, wir brauchen ja nur mal reinscrollen, ne? Falsch rumgescrollt. Ja, wir sind das selber, alles klar. Wir sollten vielleicht mal. Na, oh. Wir sollten mal gerade hier die 4 Kilometer näher fliegen, weil das ist ja Titan. Den wollen wir doch mal holen, oder? Wäre vielleicht besser, das Titan zu haben. Irgendwie passt das nicht, ne? Der baut irgendwo ab, aber nicht da, wo das ist, was wir haben wollen, ne? Fliegen wir mal näher ran. So. Ich sehe jetzt am Rand auch nirgendwo rote Kästchen. Also ich glaube, die Feinde sind alle weg. So, jetzt haben wir das Titan. Glaube ich. Und da hinten ist das Wrackteil, ne? Ja. Dann lass uns darüber wieder fliegen. Und ein bisschen sammeln. Obwohl es. Ne, Titan ist auch noch dran. Da ist auch noch ein Wrackteil. Ah, das da. Da steht nur Wrack. Ja, komm, wenn, dann räumen wir richtig auf, oder? Ich weiß gar nicht, wie viele Meter wir da dran sein müssen, damit der abbaut. 7. Nee.
Ja, was ist jetzt los hier? Baut keiner ab oder was? Was ist da mit der Kanone los? Aktuelles Ziel angreifen. Und geht nicht. Ich kann nicht schießen. Vielleicht ist was kaputt gegangen. Da müssen wir mal hier gucken, ne? Dein Schiff ist beschädigt. Schiffsmenü. Kann ich das irgendwo sehen? Ja, da sind Teile kaputt. Spielermenü, Spielmenü, Schiffsmenü, Energie, Fracht, Systeme, haben wir keine. Irgendwas musste ich drücken, aber ich weiß nicht mehr was, ne? Bin ich im Bildmodus. Und hier kann ich irgendwo Schiff reparieren drücken. Reparieren. Hat er das jetzt gemacht oder nicht? Farbe wählen, ne? Ich will keine Farbe wählen, ich will mein Schiff reparieren. Eisen. Ah, nee, Titan haben wir auch genug. Mhm. Was ist hier los? So, jetzt nochmal das und reparieren. Jetzt ging's, alles klar. So, aus dem Bilder raus und Ziel ausgewählt ist es. So, drei an und dann geht's auch. Ah, war ja wieder richtig schwierig, ne? Jetzt fliegen wir da mal hin und dann soll der das da kaputt machen. Ich glaube, unter 30 war das irgendwie. Boah. Complicated, ha? Huh? Jetzt geht's, ne? Keiner weiß warum. So. Da haben wir Gold gekriegt. Oder Credits sind das, ne? So, dann mal los. Kräftig am Arbeiten. Oh, rechts unten ist ein rotes Kästchen erschienen. Feinde im Sektor. Der baut auch irgendwo auseinander, ne? Müssen wir gleich gucken, dass der da unten uns nicht angreift. Weil das machen sie ja gerne, ne? Jetzt fliegt da links das Teil nämlich weg. Also das ist ohne System, was da auseinander gebaut wird. Das ist schlecht. Wo ist das rote Kästchen hin? Sehe es nicht mehr. Ist da unten das gelb-grüne da? Ne, ich sehe es nicht. Hm. Doch, da unten in der Mitte ist es jetzt. ...101 haben wir da jetzt gesammelt. Insgesamt. Würde ich sagen, ne? Das driftet da gerade alles so ein bisschen weg. Ja, könnte noch ein bisschen effektiver sein, der Abbaulaser, ne?
sind drei Teile, oder? Nee, war es nicht. Okay, da links ist jetzt wahrscheinlich... Oh. Ich muss die Maus drehen, ne? Dann weiß ich das. Jetzt baut er wieder nicht ab, oder was? Verstehe, wer will, oder? Den haben wir eingesammelt, den auch. Der kommt auch noch. Das Wrackteil möchte keiner haben, oder was? Tut sich nix. Ja, ich weiß nicht, warum man das dann nicht abbaut. Es wird für immer sein Geheimnis bleiben. Da oben ist noch ein Credit. So, jetzt nochmal probieren. Rotes Kästchen ist wohl schon erledigt, oder wie sehe ich das? Was läuft jetzt hier? Interessanterweise, da kann ich es machen. Komme ich in die Nähe von dem Ding, geht's nicht. Doch, da war es gerade. So, jetzt gucken, ob die Automatik nochmal geht. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Okay. Es geht wieder nix. Zack, aus. Händisch, fertig. Ist da natürlich schwer zu treffen. Die Automatik ist auf der einen Seite ganz nett, ne? So, jetzt haben wir das Teil. Und da haben wir es auch. Piraten greifen den Sektor an. Wunderbar. Drei aus, eins an. Wo sind die Herrschaften? Was war das? Mobiler Merchant. Zeig mal gerade, was du hast. Okay, da könnten wir was verkaufen. Oder kaufen. Ist jetzt nicht interessant. Da sind die Gegner. Die Al-Guiu-Piraten. 18 Kilometer. Wen wollen sie angreifen? Das war der Marschend, ne? Ne, eine Fregatte ist das. Okay, die formiert sich jetzt sowieso gleich. 18, 17 und 18. Der in der Mitte ist der nächste. Geht auch schon los. Da unten sind auch noch Wrackteile überall. Hier war halt eine große Party, ne? 13, 12. Kommen dann näher ran und gucken, dass wir den Herrschaften auch mal helfen. Da fliegt noch nichts durch die Gegend, ne? Es kommt mir gerade vor, als ob der näher ist wie der, ist er aber nicht. Oh, der war gerade kaputt.
glaube, die Treffer sind von uns jetzt. Der untere sieht schon wieder größer aus wie der obere, ne? Der ist Geschichte. Und der jetzt noch. Und. So, und da haben wir die Beziehung verbessert. Da sind zwei schöne Teile hier rumfliegen, die nehmen wir mal mit. Da müssten wir eigentlich auch mal gucken, ne, was das so ist. Haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Da sind wir jetzt gegengeflogen. Da ist, glaube ich, noch eine Kanone. Was das lecker aussehende hier. Eternal Medium Orchid. Keine Ahnung, was das war. Gucken mal, ob die Automatik jetzt mal will. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Dann lassen wir mal ein bisschen machen. Ja, und ich würde sagen, für die Folge soll es aber auch reichen. Ich räume hier mal ein bisschen auf und da rechts sehe ich gerade noch ein Teil. Das holen wir natürlich zuerst noch da weg. Und ja, räume auf, wie gesagt. Und ja, wenn ich dann soweit bin, melde ich mich in der nächsten Folge wieder. Ne? Dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.